Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Uru und ihrer Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Apropos My Pride, viele haben ja gefragt, wann die nächste Folge My Pride denn erscheinen wird. Und ich kann euch das leider noch nicht beantworten. Ursprünglich hatte ich gedacht, Folge 5 Ende Februar zu veröffentlichen. Allerdings wird Ende Februar jetzt Folge 9 und Folge 10 auf Englisch veröffentlicht und dementsprechend denke ich, dass es klüger wäre, Folge 5 auf Deutsch um 1-2 Wochen zu verschieben, also Anfang März. Aber sobald ich genaueres weiß, erfährt ihr das natürlich in einem der nächsten Videos. So, genug herumgelabert und starten wir los mit dem heutigen Video. Wer ist Uru? Uru ist eine weibliche Löwin. Mehr wissen wir da tatsächlich auch gar nicht zu ihrem Aussehen. Es gibt hier viele Theorien, aber dazu kommen wir dann später. Allerdings wissen wir etwas mehr über ihr Umfeld. Sie ist die Partnerin von Ahadi und die Mutter von Scar und Mufasa. Laut dem König der Löwen-Wiki ist sie die Tochter von Muhatu und somit die zweite weibliche Thronfolgerin neben Kiara, die wir kennen. Und mehr kann man hier zu Uru auch gar nicht mehr sagen. Wir wissen weder, wie ihr Charakter ist, noch wann und wie sie gestorben ist. Kommen wir zu Punkt 2. Wo kommt Uru vor? Uru ist ein Charakter aus Legends. Nochmal für alle zur Erklärung, es gibt den Kanon, es gibt Legends und es gibt das Fandom. Als Kanon bezeichnen wir alles, was wir durch Filme und Serien bestätigt bekommen haben, wie beispielsweise die Garde der Löwen, König der Löwen 1 und König der Löwen 2. Als Legends wird all das bezeichnet, was wir in den Büchern und in den Comics sehen, wie zum Beispiel Cooper. Und als Fandom wird schließlich alles bezeichnet, was von Fans erschaffen wurde, wie beispielsweise der Comic Verborgene Geschichten. Also Uru ist klar aus Legends. Sie kommt im Buch A Tale of Two Brothers vor und wird dort nur zweimal namentlich erwähnt. Einmal von Muhatu, als dieser Rafiki erzählte, dass Uru auf dem Weg sei, eine neue Wasserquelle für das geweihte Land zu finden, und einmal, als Rafiki diese ganze Geschichte an Cooper weitergab. Also im Prinzip hatte sie eigentlich die komplett gleiche Aufgabe wie ihr Vater Muhatu vor ihr. Denn auch zu Muhatus Zeiten gab es ein Problem mit der Wasserquelle im geweihten Land. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr auf das i oben klicken, dort habe ich euch das Video zu Muhatus Geschichte verlinkt, oder ihr schaut das Video bis zum Ende und klickt dort in der Endcard auf das Video. Zu Urus und Ahadis Zeiten gab es im geweihten Land eine große Dürre, die die Wasserquellen austrocknen ließ. Dementsprechend machte sie sich auf den Weg, um eine neue Wasserquelle zu suchen, was ihr schlussendlich dann auch gelang. Aber auch hier wissen wir leider nicht viel mehr über sie. Dementsprechend kommen wir zum letzten Punkt. Uru im Fandom. Und hier waren die König der Löwen Fans wieder sehr kreativ. Wir haben hier nämlich einige Ideen, wie Uru aussehen könnte. Außerdem wird uns Uru in den Fancomics als liebevolle und herzvolle Löwin präsentiert. Wir wissen ja, dass es die Fantheorie gibt, dass Scar und sein Vater nicht unbedingt das beste Verhältnis zueinander hatten. Ahadi soll hier seinen erstgeborenen Sohn Mufasa immer bevorzugt haben. By the way, gab es vor kurzem ein Video über Ahadi. Falls ihr das verpasst habt, habe ich euch das Video in der Videobeschreibung und beim i verlinkt. Dort gehen wir auch nochmal genauer auf diese ganzen Fantheorien ein. Auf jeden Fall ist Uru hier in der Fanszene das genaue Gegenstück dazu. In vielen Comics hat sie ein sehr gutes Verhältnis zu Scar. Sie schenkt ihm die Liebe und die Aufmerksamkeit, die er immer wollte. Mit ihr starb auch das letzte Gute in ihm. Und somit wurde Scar zu dem Bösewichten, den wir in den Filmen kennen. Zumindest im Fandom. Und das war's dann auch schon so ziemlich mit Uru. Sie ist definitiv eine der Charaktere, die man in den Legends Comics etwas mehr ausbauen hätte können. Aber möglicherweise erfahren wir in Zukunft etwas mehr über sie. Also mehr oder weniger. Denn die Fortsetzung zum Remake soll sich ja hauptsächlich um die Vergangenheit von Mufasa drehen. Hier ist es also gut möglich, dass wir eventuell Mufasas Mutter sehen, auch wenn das nicht unbedingt Uru sein muss. Ich persönlich bin aber schon mega gespannt drauf. Aber was denkt ihr über Uru? Hättet ihr gerne mehr über sie gewusst? Und glaubt ihr, dass wir im Remake wirklich Mufasas und Scars Eltern sehen werden, auch wenn diese möglicherweise nicht Ahadi und Uru sind? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's mit dem heutigen Video, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!